Servus, meine lieben Leute. Ja, ihr seht es schon, ich habe mal wieder ein kleines Synchro-Projekt gemacht. Und zwar diesmal mit dem Charakter von Sira aus König der Löwen 2. Ich weiß auch nicht, ich hatte einfach mal Bock, einen bösen Charakter zu synchronisieren. Und gerade die Sira, die hat irgendetwas an sich, ja. Ach, ich kann es einfach nicht beschreiben. Aber dieses Video ist nicht so wie das Mewtwo-Projekt, wo ich jetzt, den Hintergrundton mitgelaufen lassen habe. Nee. Oh Gott, was für ein Satz. Sondern ich habe diesmal den Ton ganz weggelassen. Sprich, ich habe von selbst versucht, den Charakter an die Stimme zu geben, was mir aber leider nicht so wirklich teilweise gelungen ist, von der einen Stimme zur anderen zu wechseln. Also es ist wirklich nicht so leicht. Und ich habe auch jetzt noch eine kratzige Stimme. Ja, Entschuldigung, Leute. Weil Sira an sich ja auch schon eine ziemlich kratzige Stimme hat in Deutsch. Aber es ist eine Stimme, die gefällt mir sowas von gut. Ich musste es einfach mal versuchen, Leute. Also ich habe mir drei Szenen rausgepickt, die ich am besten fand. Also wo ich das am besten konnte. Und von den ersten beiden habe ich auch leider nur davon einen zweiten Versuch. Die letzte Szene wohl nicht. Aber nun gut, ihr werdet es ja sehen. Ich hoffe, euch gefällt es, wie ich das hinbekommen habe und dass es nicht unter das Copyright-Gesetz fällt oder so. Das will ich natürlich nicht. Ich will euch einfach nur zeigen, eigentlich jeder kann synchronisieren, vor allem wenn es ein böser Charakter ist. Da kann man richtig mal so schön die böse Seite raushängen lassen, sag ich mal so. Also, ich finde, das macht eigentlich noch am meisten Spaß. Nun gut, ich rede jetzt nicht drum herum um den heißen Brei, sondern sage euch einfach mal viel Spaß dabei. Und hoffe, euch gefällt das so, wie ich die Stimme getroffen habe. Ihr werdet auch merken, ich habe ein paar Satzpatzer mit drin, die ich leider nicht rausschneiden wollte. Ja, ihr wisst, ich glaube, ihr wisst warum. Und ich habe auch jetzt schon wieder Patzer mit hier im Satz. Egal. Viel Spaß dabei und hoffe, euch gefällt's. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst auf ihn aufpassen? Es war nicht seine Schuld. Ich bin ihm weggelaufen. Wo hast du dich rumgetrieben? Nee, nirgendwo. Wer hat uns in die Verbannung geschickt? Simba! Wer tötete Scar? Simba! Und habe ich dich nicht ausdrücklich vor ihnen gewarnt? Verzeih mir, Mutter. Sie war gar nicht so übel. Ich dachte, vielleicht wären wir ja Freunde. Du wolltest die Königstochter herumkriegen, damit Simba dich mit offenen Armen empfängt? Welch ein Gedanke! Welch ein Gedanke! Du Wunderkind, ich bin so stolz auf dich. Du hast den gleichen verschwörerischen Verstand, kämpfte die Scar so mächtig machte. Bla bla bla. Uns reißen. Aber ich will nicht still! Still, mein Kleiner. Du musst ja völlig erschöpft sein. Schlaf, mein süßer Kovu. Träume, Liebchen mein. Einmal wirst du groß und stark und ein König sein. Gute Nacht. Gute Nacht, mein kleiner Prinz. Morgen kann deine Ausbildung richtig anfangen. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst auf ihn aufpassen? Es war nicht seine Schuld, ich bin ihm weggelaufen. Wo hast du dich rumgetrieben? Na, nirgendwo. Wer hat uns in die Verbannung geschickt? Simba! Wer tötete Scar? Simba! Und habe ich dich nicht ausdrücklich vor ihnen gewarnt? Verzeih mir, Mutter. Sie war gar nicht so übel. Ich dachte, vielleicht wären wir ja Freunde. Du wolltest die Königstochter herumkriegen, damit Simba dich mit offenen Armen empfängt. Welch ein Gedanke! Welch ein Gedanke! Du Wunderkind, ich bin so stolz auf dich. Du hast den gleichen verschwörerischen Verstand, Mächte, die Scars.
Auserwählter. Ich sehe schon vor mir, wie wir die Macht über das Mandloreich wieder an uns reißen. Aber ich will nicht. Still! Still, mein Kleiner. Du musst ja völlig erschöpft sein. Schlaf, mein süßer Kovu. Träume, Liebchen mein. Einmal wirst du groß und stark und ein König sein. Gute Nacht, mein kleiner Prinz. Morgen kann deine Ausbildung richtig anfangen. Du bist fertig. Großartig. Ausgezeichnet. Deine Seele ist genauso schwarz wie die von Ska. Was ist deine Aufgabe? Ich werde Ska rächen und seinen Platz im geweihten Land einnehmen. Ja, was habe ich dich gelehrt? Simba ist der Feind. Und was musst du tun? Ich muss ihn töten. Was hast du nur getan? Ich konnte nichts dafür. Aber... Ich habe nichts getan. Das ist es ja. Mit Nichtstun hast du dein Königreich verraten. Und damit auch Ska. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Du kannst nicht entkommen. Nuka ist deinetwegen tot. Nein. Du hast deinen Bruder getötet. Nein. Lasst ihn gehen. Simba hat mich das letzte Mal verletzt. Nun ist auch noch Kovu auf seiner Seite. Hört mir alle zu. Simba ist verwundet und schwach. Wir müssen sofort angreifen. Wir erobern sein ganzes Königreich. Mit Gewalt. Was hast du nur getan? Ich konnte nichts dafür, aber ich habe nichts getan. Das ist es ja. Mit Nichtstun hast du dein Königreich verraten. Und damit auch Ska. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Du kannst nicht entkommen. Nuka ist deinetwegen tot. Nein. Du hast deinen Bruder getötet. Nein. Lasst ihn gehen. Simba hat mich das letzte Mal verletzt. Nun ist auch noch Kovu auf seiner Seite. Hört mir alle zu. Simba ist verwundet und schwach. Wir müssen sofort angreifen. Wir erobern sein ganzes Königreich. Mit Gewalt.